Neben eDAL und Midjourney gibt es noch viele andere Bildgeneratoren und die Ergebnisse sind auch immer sehr unterschiedlich. Sehr interessante Ergebnisse findet Neural.love. Der Vorteil ist, dass hier die Bildgeneration grundsätzlich kostenlos ist. Das werden wir uns auch im ersten Teil anschauen, das heißt die wichtigsten Funktionen, wie man kostenlose Bilder generieren kann. Im zweiten Teil werden wir uns dann anschauen, was kostenpflichtig ist. Das heißt, man kann schön sehen, wie weit man das Tool so nutzen kann. Und im dritten Teil des Videos geht es dann um verschiedene Beispiele. Hier soll man sehen, was Neural.love alles sehr gut lösen kann und wo es gewisse Probleme hat. Zu finden ist der Generator auf neural.love. Und direkt auf der Startseite können wir den Generator schon benutzen und es werden verschiedene Beispiele von Users angezeigt. Mittlerweile wurden hier schon knappe 20 Millionen Bilder generiert. Und der Vorteil ist, man kann in den vorhandenen Bildern anschauen, wie diese generiert wurden. Zum Beispiel auf ein Bild klicke, dann sehe ich, kann ich es hier direkt bereits erstellte Bilder downloaden oder mir bei den erweiterten Einstellungen anzeigen lassen, welcher Prompt das benutzt würde, welche Negativwörter. Und wir haben hier auch Informationen zum Beispiel über den Seed. Das heißt, wenn wir ein ähnliches Bild generieren wollen, können wir von vorhandenen Bildern den Seed einfach verwenden. Selbst generieren können wir hier links unter AI Art Generator. Hier finden wir auch direkt den Prompt, also für die Eingabe. Und ich kann hier zum Beispiel probieren, Pass Flying Through New York und links daneben eine Kategorie wählen. Hier sind schon ein paar besondere zur Auswahl. Nehmen wir zum Beispiel einfach mal Cyberpunk und klicke auf Generate for Free. Die Generation funktioniert relativ schnell und wir können uns das Ergebnis auch direkt anschauen. Wir haben Autos und New York und hier ist auch ein Bild, wo das Ganze fliegt. Möchte man keine bestimmte Kategorie, kann man auch No Category wählen. Darunter sehen wir das Model, das verwendet wird. Das ist NL02 aktuell. Man kann das Ganze in quadratische Bilder anzeigen lassen, aber auch in vertikal oder horizontal. Dann bekommt man eben statt 4 Bilder nur 2 Bilder. Aktuell sind standardmäßig 4 Bilder. Darunter kann man noch erweiterte Einstellungen vornehmen. Die Steps geben an, wie hoch die Qualität ist. Je höher das ist, desto besser eben. Und Prompt Credence gibt an, wie genau sich das Ganze an die Eingabe richten soll, beziehungsweise wie zufällig das Ganze sein soll. Darunter haben wir die Negative Keyword. Das sind Wörter, die nicht verwendet werden sollen. Hier werden automatisch welche generiert. Das heißt, wenn ich mir hier mein Ergebnis von gerade anschaue, dann sehe ich, dass bei Negative wird automatisch Poor Quality, Bad Art und sämtliche Sachen verwendet wurden. Auch einen Seed kann man angeben. Hier wird immer zufällig einer generiert. Wenn ich das Ganze weggebe, dann sehe ich, kann ich selbst den Seed angeben. Das heißt, wenn mir diese Art des Bilds, also der Startzustand, von dem die Generation beginnt, wenn ich will, dass die Bilder relativ ähnlich sind, dann kann ich von anderen Bildern immer den gleichen Seed nehmen. Was uns hier jetzt noch fehlt, ist hier der Sampler. Der wird beschrieben, so wie die Maschine damit flüstert. Und das macht halt verschiedene Unterschiede bei der Generierung. Wir haben hier DDIM, Euler A und DPM. Um die Unterschiede kurz zu zeigen, habe ich auch ein Beispiel. Dazu habe ich den Prompt Adriana Grande as Catwoman Unreal Engine verwendet und immer denselben Seed als Startwert. Schauen wir uns hier die Ergebnisse im Vergleich an. Ergebnisse, die jetzt nicht sicher eingestuft werden, werden direkt ausgegraut. Und wir sehen beim gleichen Seed, gibt es eine Ähnlichkeit. Wir haben hier so eine Vorderansicht von Oberkörper eher. Wir haben eine komplette Vorderansicht, eine weitere Vorderansicht eher von Gesicht und hier das Porträt etwas von der Seite.
Die Unterschiede zwischen DTIM und Euler sind hier relativ groß. Im Vergleich dazu von Euler zu DPM sehen wir hier nur geringe Unterschiede. Wie hier zum Beispiel liegen die Haare anders da, der Kopf ist etwas anders gedreht. Oder beim dritten Bild erkennt man leichte Unterschiede bei den Haaren hier und bei den Augen. Hier kann man sich mit Neural Love wirklich austoben. Man kann eigentlich in einer Tour Bilder generieren, schauen, wie die verschiedenen Prompts wirken und die Bilder auch herunterladen. Möchte man mehr Funktionen, dann muss man Credits einlösen und das schauen wir uns jetzt im zweiten Teil genauer an. Direkt bei der Anmeldung bekommt man 5 Credits geschenkt. Diese kann man für Sonderfunktionen aufwenden. Einer davon ist zum Beispiel direkt beim Prompt, dass man eigene Bilder hochladen kann. Das kostet einen Credit bzw. 2 Credits, wenn man keinen Prompt mitgibt. Ich habe das Ganze mal mit diesem Bild probiert. Die Ergebnisse sind schon beeindruckend. Man sieht ja immer kleine Unterschiede beim Hintergrundbild, bei der Jacke und beim Gesicht und der Position. Das ist das erste Bild. Hier das zweite Bild, das dritte Bild und das vierte Bild. Auch bei den Einstellungen können Credits anfallen. Möchte ich zum Beispiel nicht nur 4 Bilder, sondern weitere 4 generieren, dann fallen hier zum Beispiel ein Credit an. Vorteil ist, es wird auch immer hier direkt angezeigt, ob es welche benötigt. Und ansonsten steht hier for free. Möchte ich die Bilder in HD-Qualität, werden ebenfalls 2 Credits fällig. Und für private Ergebnisse, das heißt, dass auch ausgeblurrte angezeigt werden und man das Ganze nicht auf der Startseite sieht, wird auch ein Credit fällig. Bei den erweiterten Settings herunter hat es nur mit den Steps zu tun, also der Qualität. Bis 25 fallen keine Credits an. Ab 26 wird ein Credit abgezogen. Und möchte man volle Qualität mit 100 Steps, dann fallen sogar 3 Credits an. Deswegen lasse ich das hier bei 25. Links haben wir noch weitere Möglichkeiten, die kostenpflichtig sind. Zum Beispiel können wir uns Avatare erstellen. Hier kann man einfach 20 eigene Bilder hochladen und daraus werden dann eine diverse Anzahl an unterschiedlichen automatisch generierten Arts erstellt. Das Ganze ist kostenlos zur Verfügung, aber erst wenn man das Training absolviert und das kostet, glaube ich, so 10 Euro. Weiters gibt es Uncrop Image. Diese Funktion macht Sinn, wenn man Bilder zum Beispiel im Format ändern will und fehlende Bildbestände automatisch generieren möchte, dann werden diese einfach direkt hinzugefügt. Auch verschiedene Verbesserungstools gibt es, eben um zum Beispiel bei Videos die Qualität zu verbessern, beziehungsweise das Ganze bei Bildern, wo man hier den Unterschied erkennen kann. Auch Audio kann verbessert werden. Und aus alten Porträts können neu erstellt werden. Kommen wir noch zu den Preisen. Grundsätzlich bekommt man 5 geschenkt, ansonsten kosten 300 Credits pro Monat 30 Euro. Um diese effektiv zu verwenden, ein kleiner Tipp. Man sollte zum Beispiel zuerst einfach Bilder generieren. Und wenn man mit einem Bild wirklich zufrieden ist und man möchte es in HD-Qualität haben, einfach wieder den gleichen Seed und Prompt verwenden. Und dann mit HD-Mode für 2 Credits das Bild generieren. Zum Schluss habe ich noch ein paar Beispiele mit sehr beliebten Bildgenerierungsprompts. Und hier kann man sehr schön sehen, welche Vorteile und Nachteile es mit Neural Love gibt. Hier möchte ich mir zum Beispiel eine Biene sehr detailliert und in Nahaufnahme anzeigen lassen. Und hier sind die Ergebnisse eigentlich schon sehr schön geworden. Als nächstes habe ich ein paar Looks-like-Commands probiert. Hier möchte ich zum Beispiel ein Mikrofon, das wie eine Sanduhr ausschaut, darstellen lassen. Das erste Bild sieht eigentlich schon sehr edel aus. Die weiteren sind ja nicht wirklich eine Sanduhr großartig zu erkennen. Dasselbe habe ich auch zum Beispiel mit einem Parfüm, was wie ein Pinguin aussieht, probiert. Da bin ich mit den Ergebnissen weniger zufrieden. Und eine Zahnbürste, die wie eine
Banane aussieht. Und hier kommt es schon zu sehr skurrilen Ergebnissen. Weiters wollte ich die Befehle mit verschiedenen Künstlern kombinieren. Hier habe ich zum Beispiel einen Konstruktionsplan eines Rollstuhls im Leonardo da Vinci Stil mit Old Paper und Ink. Und hier sehen die Ergebnisse schon sehr realistisch aus nach einem alten Konstruktionsplan. Auch Porträts habe ich probiert mit Künstler zu kombinieren, zum Beispiel Selena Gomez mit Pablo Picasso. Und hier muss ich sagen, sind zwar nette Bilder rausgekommen, aber kein Picasso-Stil. Etwas besser ist das Ergebnis bei Avril Lavigne mit Vincent van Gogh-Stil. Hier haben diese Bilder teilweise so einen alten Porträt-Look. Im nächsten Beispiel habe ich Automarken wie Honda CRX mit verschiedenen Kategorien probiert. Hier zum Beispiel Steampunk. Hier bekommt man schon relativ coole Ergebnisse im Steampunk-Look. Auch Synthwave ist eine der Kategorien, die man auswählen kann. Und auch hier bekommt man relativ schöne Ergebnisse. Auch wenn hier kein Honda CRX zu sehen ist. Im nächsten Beispiel habe ich ein kleines deutsches Schloss im Fantasy-Style und vertikal generieren lassen. Und hier sieht man schon eines der Probleme von Neuralov. Den Prompt nimmt es nicht ganz so ernst, weil kleine Schlösser sind das auf jeden Fall nicht. Dass das Neuralov nicht so genau mit den Commands nimmt, sieht man auch im nächsten Beispiel. Hier wollte ich eine Rakete, die aus einem Monitor fliegt. Und das wird mir in mehreren Beispielen einfach nicht generiert. Womit Neuralov auch Probleme hat, sind fotorealistische Gesichter, besonders wenn mehrere Personen darauf sind. Und hier ist es wie bei vielen Bildgeneratoren so, dass ganz verrückte Dinge rauskommen. Wo Gesichter sehr gut von Neuralov erstellt werden, ist, wenn sie mit so einer Art Unreal Engine erstellt werden. Hier habe ich zum Beispiel einen Roboter mit Amber Hardface. Und hier funktionieren die Gesichtsgeneration eigentlich schon sehr gut. Und auf diese Weise wurde auch das Thumbnail für dieses Video generiert. Das ist hier dieses Roboter Woman Face mit Red Heart und Unreal Engine. Wenn ihr weitere Interesse an AI-Tools habt, wie sie funktionieren und was sie alles können, dann gerne in die Playlist schauen. Ihr könnt auch diesen Kanal abonnieren. Hier möchte ich mir regelmäßig ältere, aber auch neue AI-Tools anschauen.